Zum einen haben wir ein professionelles Team aus Technikern, die Fahrzeugbetreuung und Vorbereitung machen hier vor Ort, aber auch in der Vorbereitung vor den Veranstaltungen. Wir bieten Fahrerplätze an auf unseren Fahrzeugen. Wir haben einen Pool an Fahrzeugen, die man buchen kann. Das reicht von Trackdays hin zu Rennserien, mehreren Rennserien, in denen wir tätig sind, auch der Porsche Sports Cup. Und wir bieten an für junge Piloten eine Fahrerausbildung. Ich glaube, dass wir einen sehr guten Pool an Fahrern haben, an professionellen Coaches haben, die sich sehr gut und individuell auf den Kunden einlassen können, von Stand der Fähigkeiten weiter aufzubauen und die auch auszubauen. AeroVision STS, das Rennteam, hat nicht nur wie an diesem Wochenende erfolgreiche Rennfahrer, sondern bei uns ist jeder herzlich willkommen, denn wir bilden auch Rennfahrer aus. Das ist unser Anspruch, bilden aus wie etwa eine Driving Akademie, dass wir wirklich junge Rennfahrer, neue Rennfahrer wirklich dahin bringen, auch in Verbindung mit dem Race Navigator, von ganz unten nach ganz oben, mal wirklich vielleicht auch in den Profisport reinzubekommen. Für Kunden, die wir hier mitnehmen zum einem Rennwochenende, oft ist es ja so, dass viele mit dem Thema Rennsport noch gar nicht in Berührung gekommen sind. Wir machen an der Stelle ein Gesamtpaket. Das bedeutet, wir sind unterwegs in der Boxengasse, machen eine Fahrerlagerführung, damit man erstmal sieht, okay, die Teams, wie bauen die sich überhaupt auf, wie funktioniert das alles, wie sind da die Abläufe. Und dieses Thema greifen wir auf und zeigen einfach, okay, es gibt hinter den Kulissen noch ein breit gefächertes Feld. Es gibt eine Rennleitung, es gibt eine Organisation. Wir bringen die Leute dann auch zu den Fahrzeugen. Sie können sich auch reinsetzen, das Gefühl mal dafür zu bekommen. Wir erklären die Technik, dass sie halt dann auch die Möglichkeit haben, neben uns eine Runde im Renntaxi über die Strecke zu fahren. Das heißt, auch an dem Wochenende, wo hier wirklich Rennen stattfindet, über die gleiche Strecke mit dem gleichen Fahrzeug, einmal zu erleben, wie das ist. Das Erlebnis selber, die Emotionen, die da auftauchen, sind mit Worten nicht zu beschreiben. Und das Feedback ist eigentlich, wenn Sie nach ein paar Runden aussteigen, es ist gigantisch. 99% sind davon überzeugt, dass das eins der Erlebnisse im Leben ist, die man einfach mal mitgemacht haben muss. Und der zweite Teil ist, das ist so die nächste Ausbaustufe, das ist das Thema selber hinters Lenkrad greifen. Das wird alles mit sehr exklusiven Sportwagen stattfinden. Wir haben 4 Porsche dabei, wir haben 2 Fahrzeuge der BMW M GmbH mit am Start und 2 Lexus LF 500. Wir haben 3 Stunden Zeit, die Kunden an die Fahrphysik heranzuführen, denn hinter all dem, was so einfach aussieht in einem Auto mit Gegenlenken, Übersteuern, Untersteuern und so weiter und so fort, genau das Richtige zu tun in der jeweiligen Situation. Dann haben wir zum einen auf der Marketing-Ebene Strukturen geschaffen. Wir haben interne eine eigene Marketingabteilung. Professionelle Medienarbeit fängt da an, dass wir halt ein relativ großes Netzwerk haben. Nicht nur medial, sondern auch in die Industrie. Wir eine sehr große Vernetzung haben über viele Facetten, die DRN Group mit sich bringt. Das heißt, wir sind zum einen mit einer Talksendung vertreten, dem Motorsport Talk, den Race Navigator als Gerät, als Analyse-Tool für Rennsportler, das Rennteam selber. Und wir sind in sehr, sehr vielen Rennserien unterwegs und haben dadurch uns im Hintergrund auch Netzwerke aufgebaut. Zum Rennteam gehören nicht nur 2 gute Fahrer, sondern ein Team dahinter. Das ist ein Team-Spirit, ein Team-Sport. Und vor allen Dingen muss das Team, was dahinter steht, auch mit Begeisterung, mit Herzblut da sein. Und das muss man sagen, ich finde es hier ganz faszinierend, wie dieses Team arbeitet. Auch mit den Menschen, die wir gar nicht sehen von in der Boxengasse, sondern auch im Backup. Da muss das eine zum anderen spielen und das ist die Faszination, die mich total begeistert hier bei AeroVision STS. Wir sind hochmotiviert, engagiert, gehen sehr professionell zu Werke. Und trotz alledem bleibt der Spaß nicht auf der Strecke. Wir hatten heute oder generell das ganze Wochenende über ein tolles Auto. Wir waren schnell. Und das ist schon mal ein gutes Gefühl, wenn man zur Rennstrecke kommt. Und hatte das Material, das Team dazu, um zu gewinnen.
Ja, also Auto war sehr, sehr gut ausbalanciert, aber mehr oder weniger waren wir immer mit bei der Musik. Wir konnten jedes Wochenende ums Podium kämpfen und ich denke, das spricht auch fürs Team. Da beneiden uns ganz viele drum. Das war alles sehr, sehr gut. Bin sehr zufrieden, wirklich. Guten Job, gute Mannschaft, gut organisiert, schön. Wir sehen Motorsport nicht als Geschäft an, sondern wir machen Motorsport aus Leidenschaft und Passion. Wir machen Motorsport von Racern für Racer.